Herzlich willkommen zur 16. Folge von Trains in World 2 zusammen mit Tobi. Einen wunderschönen Samstag. Genau. So, kurz das Trittbrett ausfahren und die Türen auf der richtigen Seite aufmachen. Denn wir fahren heute wieder mit einer Hamsterbacke auf der Strecke Dresden-Riesa mal wieder. Und zwar fahren wir, oder ihr seht es nicht, oder? Das erste Mal eine RE50 in Richtung Leipzig Hauptbahnhof und werden heute zum ersten Mal in diesem Let's Play tatsächlich auch endlich Riesa erreichen. Bis jetzt sind wir für Dresden-Riesa ja nie bis Riesa gefahren. Das höchste Gefühl war bisher ja immer Meißen-Triebischtal oder Großenhain. Aber noch nicht Riesa an sich. Das werden wir jedoch heute einmal ändern. So, 15 Uhr haben wir's. Wir haben Abfahrt. Jetzt können auch die Türen direkt schließen. Einmal rausschauen. Die Trittbretter waren aber schnell verschwunden, muss ich sagen. Die waren so plüpp weg. Okay. Wir kommentieren es einfach mal nicht. Das ist so. Das muss so sein. Die Tür war auch nicht lang genug offen für das Spiel. Das Spiel wird sich die Tür noch länger öffnen. Mimi. Nur mal extra warten, ne? Es ist halt doch schon abgelaufen, auf dem Bahnsteig geht auch niemand mehr. So, jetzt darf ich die Türen schließen. Ah, das spielt auch immer Anforderungen rein, ne? Geht gar nicht. So schön, wie schnell die Trippe dann einfach plötzlich blüpp verschwinden. Warum denn nicht, ne? Ja, ich find's auch cool, dass die Trippe da recht schnell verschwinden. Meine ich ja. Hast du auch schon gehört, dass die Trittbretter recht schnell verschwinden? Danke, Tobi. Einfach so flupp und weg. Wir begrüßen Sie recht herzlich im Saxonia-Express zur Fahrt nach Leipzig Hauptbahnhof über Dresden-Neustadt, Coswig, Riesa, Oschatz, Wurzen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. So, da hast du gerade den Ansage gehört, denn hier in diesem RE50 gibt es nämlich, wenn man in Dresden Hauptbahnhof oder in Leipzig Hauptbahnhof losfährt, nämlich eine Begrüßungsansage, eine automatisch generierte, die jetzt auch einmal hören durftet, wo nochmal alle möglichen halbwegs bedeutenden Zwischenhalte uns angesagt wurden. So, noch gelten 50, hier kommen gleich die 60. So, da haben wir die 60 km/h. Und dann haben wir auch schon 1,3 Kilometer wieder Dresden-Mitte. Wie gesagt, so weit sind die Distanzen hier innerhalb von Dresden ja nicht. Da kann ich schon ein bisschen mit dem Tempomaten hier spielen. Ist auch nett. Nächster Halt, Dresden-Mitte. Zugang zum Kongresscenter Dresden und zur Messe Dresden. So, Ausstieg in Fahrtrichtung am S-Bahnhof Freiberger Straße. Und wie in der Realität fahren hier auch diese Hamsterbacken drauf. Das sind ja auch die Hamsterbacken, die auf dem Saxonia Express, so heißt der Zug, im Marketingname, sage ich mal, auch hier im Hintergrund haben wir übrigens das Dresdner World Trade Center. Das sind auch die richtigen Hamsterbacken, hatte ich mich ja schon bei den Szenarien zum zur RB31 war das ja, habe ich mich ja schon drüber beschwert, dass ja eigentlich auf dem RB31, RE15, RE18 andere Hamsterbacken fahren, die ein bisschen anders außen als auch innen aussehen. Und man einfach die Hamsterbacken vom RE50 einfach auch dafür recycelt hat. Nach alter Dapter Games Manier halt. Aber ja, fahren wir hier auch im richtigen Zug. Zwei, drei Teile hintereinander koppelt, das ist gar nicht selten für den RE50. Also der fährt in der Regel, soweit ich das weiß, soweit ich es auch aus eigener Erfahrung kenne, immer entweder mit zwei Dreiteilern oder einem Fünfteiler oder zur Hauptverkehrszeit teilweise auch mit einem Fünfteiler und einem Dreiteiler in Kupplung zusammen. Fünfteiler und Dreiteiler? Hm. Ein fünfteiliger Triebzug und ein dreiteiliger Triebzug hintereinander gekoppelt. Also ein Triebwagen mit zwei Anhängern ist ein Dreiteiler.
Das hier ist 1, 2 und hier ist der dritte Teil und das ist, haben wir da hinten noch einmal dran. Also es ist zwei dreiteilige Triebwagen. Hier steht es auch dran. Saxonia Express. Das ist der Marketingname von dem hier. Ja. Also zwei Dreiteiler, einen Fünfteiler oder teilweise auch ein Fünfteiler und ein Dreiteiler zusammengekoppelt. Und was es auch gibt, nicht alle Umläufe werden mit Hamsterwagen bedient. Einzelne wenige werden auch mit Baureihe 146 und 4 Doppelstockwagen bedient. Ähnlich wie die S1. Deswegen es auch gerne mal dazu kommt, dass zwischen dem RE50 und der S-Bahn Dresden vereinzelt Garnituren ausgetauscht werden. Das heißt, es passiert auch manchmal, dass man auf dem RE50 auch eine Baureihe 146 mit 4 Doppelstockwagen begegnet, aber auf dem Doppelstockwagen steht dann drauf S-Bahn Dresden. Das kann passieren. Genauso wie man teilweise auch auf der S2 vor allem, aber auch teilweise auf anderen S-Bahnen, aber ich würde schon behaupten, eigentlich nur auf der S2 auch teilweise dreiteilige Hamsterbacken mit der Aufschrift Saxonia Express sieht. Einfach weil ab und zu mal aus betriebstechnischen Gründen auch Züge ausgetauscht werden. Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Dresden Neustadt. Sie haben folgende Anschlüsse: S2 nach Dresden Flughafen über Dresden Klotzsche um 10.25 Uhr von Gleis 1. RE1 nach Skorzelec über Dresden Klotzsche um 10.35 Uhr von Gleis 3. S8 nach Kamenz über Dresden Klotzsche um 10.42 Uhr von Gleis 3. Wir fahren eigentlich auf den Gleis 6, deswegen sind wir auch gerade nach der Ausfahrt in Dresden Mitte mit einmal auf das vierte Gleis der Marienbrücke rübergeswitcht. Das hatte ich aber glaube auch schon in der vorigen Folge erklärt. Nächster Halt Dresden Neustadt. Von rechts nach links jetzt gezählt, die ersten beiden Gleise die S-Bahn-Gleise sind, dann das dritte Gleis Richtung Dresden Neustadt ist, das vierte Gleis in beide Richtungen benutzt wird und das fünfte Gleis in Richtung Dresden Hauptbahnhof benutzt wird. Das hängt einfach damit zusammen, je nachdem, welche Bahnsteige die Regionalbahn hier in Dresden Neustadt bedienen, müssen die halt eben über das Gleis 3 oder 4 hier reinfahren, bzw. über das Gleis 4 oder 5 hier rausfahren. Das variiert halt eben. Weil die Gleise 3, 4 und 5, die sind zum Beispiel halt eben nur über das dritte Gleis zugänglich und die Gleise hier 6, 7 und 8 sind halt eben nur über das vierte Gleis zugänglich in diese Richtung. Und in die Gegenrichtung ist halt eben über das fünfte Gleis wird eben für die von den Gleisen 8, 7, 6 benutzt und das vierte Gleis wird eben von den Gleisen hier 5, 4 und 3. Falls ihr jetzt meine Ausführungen verstanden habt. Ich bin dir nicht zu 100% gefolgt. Ist ja auch nicht schlimm. Also es war einfach betriebstechnisch nötig, dass wir da jetzt gerade das Gleiswechsel gemacht haben hinterm Bahnhof Mitte. So, und unser nächster Halt ist dann etwas, was ich recht bemerkenswert finde am RE50, nämlich Höhe Radebeul Ost. Das war doch ein S-Bahn-Halt. Und ja, tatsächlich, am S-Bahnhof in Radebeul Ost hält der Regionalexpress 50 auch in der Realität. Spoiler-Alarm ist aktuell gerade nicht, weil gebaut wird hier auf der Strecke zwischen Dresden und Riesa. Dazu erzähle ich dann gleich noch was, wenn wir dann an der richtigen Stelle angekommen sind. Deswegen kann er aktuell aus fahrplantechnischen Gründen nicht in Radebeul Ost halten. Aber eigentlich, wenn er nach Plan fährt, was er wahrscheinlich erst wieder ab 2026 fahren wird, der RE50, dann fährt der über, dann hält er in Radebeul Ost. Das werden wir uns auch gleich ansehen, wie unser Halt in Radebeul Ost aussieht. Weil die Fahrpläne, die hier erstellt wurden für TSW 2, die wurden noch erstellt, als letztes Jahr der RE50 noch normal gefahren ist. Der ganze Bau, das gilt erst seit Fahrplanwechsel letzten Dezember mit dem neuen Fahrplan. Weil das ist relativ eng getaktet, da sich zwischen S-Bahn und zwischen der S-Bahn durchzuquetschen. Ne? Wenn du überlegst, du hast ja die normalen S-Bahn-Leistungen
Plus du hast ja noch die Verstärker-S-Bahn-Leistung. Das heißt, du hast zur Hauptverkehrszeit einen 10-20-Minuten-Takt auf der S-Bahn-Stammstrecke. Und in diese 20-Minuten-Lücke muss man jetzt noch einen Regionalexpress reinquetschen, der eine andere Durchschnittsgeschwindigkeit hat, weil der ja nicht überall hält, sondern halt eben nur in Radebeul-Ost hält. Und dann, wir werden gleich auch die S-Bahn-Gleise rübergeleitet werden vor Radebeul-Ost. Und dann bis Coswig werden wir weiter auf den S-Bahn-Gleisen fahren, beziehungsweise in die Gegenrichtung, also aus Coswig nach Dresden-Neustadt, da fahren wir durchgängig auf den S-Bahn-Gleisen. Also teilweise, kommt drauf an, je nachdem, welchen Zug individuell man nimmt, das hat auch noch von Fahrplanwechsel, aber teilweise ist ja in die Gegenrichtung von dem, was wir jetzt gerade fahren, durchgängig auf der S-Bahn-Strecke gefahren, manchmal aber auch wieder auf die Regionalbahn-Strecke rübergewechselt, das kommt darauf an. Aber trotzdem, man muss es da eine relativ enge, also innerhalb von 20 Minuten muss der da noch irgendwie mit durchfahren. Deswegen, das ist an sich machbar, den kann man da eintakten. Aber wenn es da zu solchen Fahrplanverschiebungen kommt, aufgrund von irgendwelchen Baustellen zum Beispiel, dann muss der halt einfach rausfallen, weil ist halt nicht mehr möglich, weil sonst blockiert der RE 50 sich mit den S-Bahn. Das heißt, er fällt dann halt weg. Dann fährt der Zug einfach durch, oder? Ja, aber er fährt hier auf der Regionalbahnstrecke weiter und hält er nicht. So, jetzt war gerade der Ankündigung 50 km/h. Also dürfen wir jetzt von 160 auf 50 runter. Bitte sagen wir schaffen das. Oh, wir haben es geschafft unter 85, Alter. Oh, das war gerade ein Krampf. Oh. Oh, wir müssen immer noch 20 km/h runterbremsen. Meine größte Angst war jetzt so gerade, dass wir es innerhalb von 23 Sekunden auch schaffen, unter die 85 km/h zu kommen. Also ich hab 23 Sekunden Zeit, um von 160 auf unter 85 zu kommen. Sonst krieg ich von der PZB eine reingefatscht. Namens Zwangsbremsung. Richtig. Nächster Halt, Radebeul Ost, Karl-May-Museum. Übergangsmöglichkeit zur Schmalspurbahn in Richtung Moritzburg und Radeburg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Aber ja, die Weichenverbindungen hier sind halt nur mit 50 km/h befahrbar. Sie musst einfach mal so plötzlich einfach um 110 km/h runterbremsen. So, ich würde sagen, jetzt noch irgendwie beschleunigen. Es bringt sich, die letzten 400 Meter kommen auch noch mit. Und sollen 50 km/h rollen. Wir müssen eh erst in einer Minute da sein. Also passt das noch relativ gut, würde ich behaupten wollen. Finde ich aber auch interessant, dass man den RE50, weil ich muss sagen, der RE50 für den Regionalexpress hält doch relativ viel. Klar, es gibt auch Regionalexpresse, die halten durchweg an allen Stationen, einfach weil es keine Regionalbahn gibt, parallel dazu, zu denen fährt. Halt. Dadurch sind sie gezwungen, wenn sie auf diesem Abschnitt die einzige Zuglinie sind, die da fährt, dass sie natürlich auch überall halten. Ne? Aber hier beim RE50 gibt es ja dann, also zumindest, aussteigen kann man noch. Ist nur für mich im Glück wert durchzukommen. Aber zwischen Coswig und Priestewitz gibt es ja noch eine Regionalbahn. Deswegen, müsste der RE15 zum Beispiel auch nicht in Nünchritz halten. RE15, RE18, wir sind da ja in den letzten Let's Plays ja durchgefahren durch Nünchritz. Mit der RB31 natürlich gehalten. Der RE50 hier, der wird dann auch gleich in Nünchritz halten. Und hier in Radebeul-Ost, da fährt ja auch die S-Bahn. Dann müssten wir ja auch nicht halten, ne? Ja, wir halten aber trotzdem, damit die Leute aus Radebeul jetzt angeschlossen sind. Aber dafür für anderen Teilabschnitten, wo der RE50 als alleiniger Zug fährt, vor allem zwischen Riesa und Leipzig, das sind einige Haltepunkte, da hält er nicht, da hält kein Zug mehr. Das sind intakte Haltepunkte, die aber keinen regelmäßigen Zughalt mehr haben. Dort hält einfach kein Zug mehr. Deswegen fände ich sehr cool, wenn man parallel zum RE50 noch eine Regionalbahnlinie entweder einführen würde oder wenn der halt eben wirklich überall dann halten würde, da wo parallel zu ihm keine andere Regionalbahn hält.
Aber dafür solche Halte wie Rade bei Ost oder Nünchritz könnte man einfach raus. Ich möchte kurz revidieren. Das Ganze, die ganzen Male, wo ich jetzt gerade im Nünchritz gesagt habe, meinte ich Niederau. Habe ich schon mal erwähnt. Ich verwechsel mal Nünchritz und Niederau. In Nünchritz halten wir auch noch später, aber da fährt keine andere Regionalbahn parallel zu uns, deswegen müssen wir da halten. Ne? Weil die ganze Zeit Niederau. Da müssten wir nicht halten. Ne? Ja, zum Beispiel. Ja. Aber cool wäre es halt, wenn der RE50 entweder eine parallele Regionalbahn hat und somit wirklich nur an den größeren Orten hält, während eine Regionalbahn die in jedem Kap hält und auch in den Haltepunkten, wo kein Verkehr mehr hält, wo kein Zug mehr hält. Und oder der RE50 hält halt eben da, wo er alleine unterwegs ist, überall. Das fände ich halt eben ganz cool, aber gut, ich habe halt nicht das Sagen beim sächsischen Schienenpersonennahverkehr. Das haben natürlich die Verkehrsverbünde. Und da sitze ich leider nicht drin. So. Noch ganz kurz meine doch nicht ganz subtile Kritik abgegeben. Das mache ich auch gerne. 5,5 Kilometer. Das mache ich auch gerne. Vor allem hier in der Eismeiner Region habe ich auch so ein paar Ideen und Vorschläge, wie man das vielleicht besser gestalten könnte. Aber gut, wer bin ich schon, ne? Wer bin ich schon? Der Typ auf YouTube. Deswegen mache ich mir da über meine eigenen Gedanken, die ich jetzt auch nicht groß und ganz erklären möchte. Das würde ein paar Stunden dauern, das alles zu erklären, was ich mir da so vorstelle. Ich habe da doch recht visionäre Ideen. Aber hier beim RE50 habe ich es mal angemerkt. Wobei das hinter Riesa bis Leipzig, das ist so, da kenne ich mich nicht genau aus mit. Da müsste ich mich eventuell intensiver beschäftigen, aber das habe ich aus meinem Horizont, den ich versuche mir zu überlegen und es gut machen, besser machen könnte, eher rausgenommen. Ich weiß nur, dass es da Halte gibt, in denen nicht gehalten wird und wo man was optimieren könnte, weil ich bin eher jemand, der der Meinung ist, man muss nicht mehr Regionen vom Zugverkehr abhängen, vor allem wenn das auch noch Orte und Regionen sind, die nicht nur an einer funktionierenden Strecke liegen, oder an einer Strecke liegen, die betrieben werden können, sondern die sogar an einer Strecke liegen, die betrieben wird, wo sogar stündlich in jede Richtung ein Zug vorbeifährt. Plus Fernverkehr. Deswegen bin ich jetzt schon irgendwie schade. Wäre halt so eine Regionalbahn schon cool, wenn die parallel fahren würde. Keine Ahnung, von Riesa bis Leipzig zum Beispiel. Vielleicht sieht das ja irgendjemand vom VVO, vom Mitteldeutschen Verkehrsverbund, wir erreichen von NDV, in wenigen Minuten wieder mal, na doch, das ist so eine ganz nette Idee. Folgende Anschlüsse: S1 nach Meißen-Triebestal. Man muss auch mal sagen, wir haben nicht alle Infos. Um 10.56 Uhr. Wissen schon gar nicht, was die Leute sich dahinter gedacht haben. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, irgendwelche wirtschaftlichen Sachen. Auf Wiedersehen. Klar, es ist immer teurer, mehr Züge zu betreiben, aber so häufig wie vor allem im Hauptverkehrszeit der RE50 komplett überfüllt ist und du nicht keinen Raum mehr zum Atmen hast auf dem gesamten Weg von Dresden nach Leipzig, würde eine parallele Regionalbahnlinie vielleicht auch nicht wehtun. Gut, und ob Nahverkehr Geld bringen muss, ist auch wieder eine andere Frage. Nächster Halt, Coswig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, einmal rüber hier aufs Gleis. Auf das Gegengleis der S-Bahn-Strecke. Denn wir wollen ja auf das Gleis 2 und nicht auf das Gleis 1. Und das Gleis 2 in Coswig, das erreichen wir eben nur über das Gegengleis der S-Bahn-Strecke. Deswegen mussten wir da ganz kurz einmal auf das Gegengleis rüberwechseln, um jetzt hier auf dem Gleis 2 zu sein. Mit da vorne die S-Bahn, die wir sehen, auf Gleis 3 auch direkt losfahren kann. Und da haben wir ein rotes Signal, auf das wir auflaufen. So, da fährt die S1 auch los in die Gegenrichtung. Alles super. Und wir halten hier pünktlichst
in Coswig. Ja, sehr gut, ich war, ich habe nicht mitbekommen. So, allein mal raus. Und da sind wir auch in Coswig. Mit unserem RE50. Ich kann auch mal kurz den Innenraum zeigen. Besondere hier ist ja, dass in diesem einen Triebkopf hier ja eine 2 plus 3 Beschulung herrscht. Das ist ein sehr, sehr schmaler Gang, aber mehr Platz im Zug. Sieht ein bisschen aus wie im Flugzeug. Aber dafür ist halt eben mehr Platz hier, weil, wie ich schon meinte, also zur Verkehrszeit mit dem RE50 fahren, das macht keinen Spaß. Das sage ich mal so ganz offen. Ansonsten ist jetzt so eine ganz normale Bestuhlung, wie man es jetzt eben aus einem Talent 2 halt eben kennt. Hier so eine Ausgewogenheit aus Zweier- und Vierersitzgruppen. Mehrzweckbereiche gibt es nicht so wirklich. Und dann hier im anderen Triebkopf der erste Klassebereich mit 4 Vierersitzgruppen und jeweils einem schönen großen Tisch. So, ich lasse die Leute mal ungestört da drinnen. Und wir gehen wieder zurück in unseren Triebkopf. Und wir sollen noch langsam mal losfahren. So, einmal kurz rausschauen. Das schaut aber gut aus. Wir haben mittlerweile auch grün bekommen, das heißt, wir können losfahren. Wir müssen aber erstmal kurz schleichen, ne? Weil im restriktiven Modus und 500 Hertz Überwachung, das bedeutet 25 km/h. Und die 500 Hertz Überwachung verlässt uns erst nach Passieren des Signals hier. Und dann erst dann können wir uns. Ah, wir können uns nicht befreien. Wir haben eine 1000 Hertz Überwachung bekommen, das heißt, wir dürfen irgendwann schon mal 45 km/h halten, ne? Und dann in nicht mehr 750 Metern können wir uns dann endlich befreien, weil dann die, weil man sich dann aus der 1000 Hertz Überwachung befreien darf nach 750 Metern und somit eben auch aus dem restriktiven. Pascal, sollst du vielleicht auf deinen Tacho schauen? Wenn du gerade aus dem 45 erzählst, sollst du vielleicht auch achten, dass du nicht schneller als 45 wirst. Kann man machen. Muss man aber nicht, ne? Gut, jetzt können wir uns mal direkt befreien, ne? Na, ja, unsere Bremse stand nicht auf Lösen, die stand nur auf Fahren. Das ist ein bisschen blöd, weil die steht ja standardmäßig auf Halten, ne? Und nicht auf Lösen. Darauf müsst ihr achten, weil sonst löst sich die Bremse nicht mehr nach der Zwangsbremsung. So, jetzt erstmal warten, weil das, was ich am nervigsten der Hamsterbacke finde, ist, dass die 3 Jahre 50 brauchen, um ihren Bremsdruck aufzubauen. So, jetzt haben wir die 4,5 Bar überschritten, das heißt, jetzt dürfen wir wieder fahren. Da muss ich immer erstmal eine halbe Ewigkeit warten, ehe sich der Bremsdruck aufgebaut hat wieder. Gut, dann einmal Gas geben, noch 110. Hier kommen die 120. Wir wollen auch noch pünktlich in Weinböhler ankommen. Nun steht da noch Überwachung 45 km/h. Ich hab doch keinen Modus mehr. Ah, jetzt. Keine Ahnung, der Port kommt wieder irgendwelchen Mist angezeigt. Auch weil der aus richtiger Zeit und ich durfte mich nicht befreien. Hätte mich noch nicht befreien dürfen, aber das Spiel hat mich schon befreien lassen und. Genau, gab irgendeine Diskrepanz zwischen Spiel und Bordcomputer. Hä? Ja, der Bordcomputer hat angezeigt, dass ich immer noch im restriktiven Modus bin, wenn man noch nur 45 km/h fahren darf. Ja, aber der ist doch vom Spiel. Keine Ahnung, frag Daftel Games, die haben das programmiert, nicht ich. So, mal kurz mit 2 km/h zu viel hier lang. Unterbremsen, so. Bei Böhler ist auch direkt der nächste Halt. Also können Sie sich auch fragen, wie sinnvoll das ist, aber es ist schon sinnvoll, weil Böhler ist schon eine größere Gemeinde und da halten die anderen Regionalexpresse ja auch. Deswegen sollte das nicht außer Frage stehen.
dass wir in Weinböder halten. Und der nächste halt danach dann in Niederau. Der ist fraglich, wenn das Einzige, was neben dir da noch hält, die Regionalbahn ist und alle anderen Regionalexpress einfach nur vorbeirauschen. Nächster Halt, Weinböhler. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Schon Neutralstellung gehen und dann können wir schon anfangen zu bremsen. Ja, da vorne sehen wir schon die Bahnsteige. Gut, auf der schnurgeraden Strecke ist auch nicht sehr schwer, die Bahnsteige zu entdecken. Ne? Ah, gelbes Vorsignal. Na moin. Ach. Sagen wir eine bisschen belegte Strecke heute, würde ich sagen. Ah gut, da fahren wir gegen ein rotes Signal halt eben. Kannst du machen, kannst du nicht, ne? Hoffentlich nicht dagegen. Am besten davor halten bleiben. Ja, aber das heißt, dass man gegen ein rotes Signal fährt, das sagt man so. Ja, das würde ich so sagen, wenn ich dagegen fahren würde, aber nicht, wenn ich der verhalten soll. Egal. So, Weinböhler. Ein recht frischer Haltepunkt. Erst 2002 in Betrieb gegangen. Ursprünglich befand sich nicht der Bahnhof von Weinböhler da hinten irgendwo an der parallelen Strecke Dresden-Berlin, der da vor Coswig da in dieser Verbindungskurve abgezweigt ist. Also, ja, von der, am Hauptbahnhof schon abgezweigt ist, dann auf der anderen Elbseite fuhr und dann da kurz vor Coswig nochmal eine Verbindungskurve war, um da drauf zu kommen für die Fernzüge, die über Dresden-Neustadt da eben fahren und auch halten wollen. Und da lag eigentlich der Bahnhof von Weinböhler. Aber seit 2002 fährt auf der Strecke vor Dresden-Berlin halt eben zwischen Großenhain und Coswig kein Regionalzug mehr. Die Regionalzüge wurden eben alle auf die Strecke Dresden-Leipzig hier rübergelegt. Und damit Weinböhler weiterhin einen Eisenbahnanschluss behält, hat man halt eben hier an der Bahnstrecke Dresden-Leipzig den neuen Haltepunkt Weinböhler in Betrieb genommen und gleichzeitig dazu den Bahnhof Weinböhler auf der Bahnstrecke Dresden-Berlin außer Betrieb genommen. Ja, deswegen ist der noch relativ neu. So, das Signal wird mittlerweile grün sein. Der Vorsignalwiederholer hat ja grün uns angezeigt. Auswärtsüberwachen vorbei. Das heißt, wir können uns jetzt aus. Also, 1000 Hertz Lampe ist jetzt ausgerichtet. Das heißt, wir können uns aus 1000 Hertz Überwachung und aus dem restriktiven Modus befreien und wieder Vollgas geben und unsere 120 km/h Fahrplan und Streckengeschwindigkeit einnehmen. Yay! Und da kommt auch gleich schon der Halt, was ich gerade meinte. Niederau. Sehr geehrte Fahrgäste. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Den halt finde ich ja ein bisschen eher semi-sinnvoll. Wobei, Niederau ist tatsächlich sogar ein Bahnhof, ihr seht es hier. Und hier gehen auch die Anschlussgleise zu den Meißner Porzellanwerken ab. Tatsächlich. Die Meißner Porzellanwerke haben hier ihr Anschlussgleis. Gute Qualität. So, das Trittbrett kann ich schon mal deaktivieren, denn wir haben hier 38 cm Bahnsteige in Niederau. Da hilft kein Trittbrett für 55 cm. Ich habe da gerade eine Ansage gehört. Da hieß es ja auch, bitte achten Sie auf den Spalt zwischen Tür, auf den Höhenunterschied zwischen Tür und Bahnsteig. Oder zwischen Zug und Bahnsteig oder irgendwie so haben wir es gesagt. So, vor dem Signal bestenfalls noch halten. Hier haben wir auch das Halteschild. Naja, vor dem Signal ist aber auch Auslegungssache, ne? Gut, wir haben ja gesehen, dass es grün ist, das Signal. Und der einzige Zugang für den Bahnsteig hier in Niederau ist ja tatsächlich der Bahnübergang. Ah, nee, früher war es ja der Bahnübergang. Genau, früher war es der Bahnübergang, jetzt ist hier eine Unterführung. So rum weiß es. Aber hochgesetzt auf 15 Meter hat man immer noch nicht den Bahnsteig. Links ist einer der wenigen. Oder das ist sogar der einzige von den Halten, die. Ich glaube, das ist sogar der einzige von den Halten, die hier auf der Dresden-Leipzig, der Strecke Dresden-Leipzig in Betrieb sind.
Das ist der einzige Halt, der nicht auf 55 Meter ist, sondern noch auf 38 Zentimeter. Alle anderen Halte, wo der RE50 oder parallel fahrende Züge halten, alle anderen Halte haben 55 cm Bahnsteige und nicht so 38 cm. Das ist der einzige. So, und dann gibt es jetzt hier die wunderbar ellenlange Strecke bis Priesterwitz, durch die wir einmal mal hier quer durchkacheln. Was aber damit zu tun hat, dass hier so zwischen Niederau und Priesterwitz auch nicht wirklich viele Ortschaften liegen, die man anbinden könnte. Und zum anderen, damals als die Strecke gebaut wurde, hier zwischen Niederau und Priesterwitz sich ja auch noch der Oberauer Tunnel befand. Deswegen, die werden wir gleich auch noch sehen, aber im Tunnelbahnhof, deswegen. Hier ist allgemein ein bisschen bergiger, weil hier auch die Berge rund werden. Und ist halt das Nösshügelland, das Sächsische, durch das wir gerade fahren, deswegen. Ja, 120 war die Devise. Komm mal, und Thermomaten rein, habe ich nichts zu befürchten. Und sieht man es gerade? Nee, ich glaube nicht. Doch, guck mal, da drüben, wo der Zug ist. Das ist die Strecke Dresden-Berlin, also die geht wirklich direkt parallel zu uns. Ich hatte schon überlegt, ob das da drüben der Bahndamm ist, der Dresden-Berlin oder nicht. Aber doch, das ist so. Da hat der guter Zug gesehen. Also, ja. Deswegen, und ob die Regionalzüge jetzt hier fahren oder drüben fahren, das macht keinen großen Unterschied. Deswegen hat man die Regionalzüge eben alle hier auf die Strecke Dresden-Leipzig rüber geschickt, während die Fernzüge alle auf der Dresden-Berlin halt eben fahren. Auch die nach Leipzig, die haben da ihre Verbindungskurve. Die werden wir dann heute auch noch sehen. Bisher sind wir ja immer nur, wenn wir nach Großenhain gefahren sind, unter dieser Verbindungskurve durchgefahren. Heute werden wir aber auch noch sehen, wie die dann hier auf unsere Strecke einmündet. Und wir werden auch noch mal ein ICE-Szenario fahren, hier auf der Strecke, wo wir dann auch über die Fernbahnstrecke mal drüber fahren werden. Und da werdet ihr noch sehen, wie das dann mit dieser Verbindungskurve ist und mit dem, dass man halt eben dann hier passt von, also, und wie man halt eben dann auf dieser Dresden-Berlin halt eben stückchenweise fährt. Das werde ich euch dann aber auch alles dann noch in der Folge zur gegebenen Zeit erklären. So, jetzt rauschen wir wieder dahin auf unserem Bahnhof. Das Ganze mit der Trennung von regionalem Fernverkehr und die ganzen Ausbauvorhaben, die hier sind, das sind ja alles Projekte im Sinne des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit 9. Also die gesamte Bahnstrecke Dresden-Leipzig ist ja zählt zum. Also die gesamte Bahnstrecke Dresden-Leipzig ist das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 9. Hier neu zu machen. Und zwischen Leipzig und Riesa ist es schon vollständig geschehen. Da sind alle Arbeiten abgeschlossen. Das hat man auch zusammen vereint mit sowas wie der Errichtung des City-Tunnels in Leipzig. Und da hat man ja auch, also während man das gemacht hat, man ja auch ganz viel Eisenbahninfrastruktur in und um Leipzig ja auch neu gemacht, bis abgeändert und dann eben für das neue mitteldeutsche S-Bahn-Netz angepasst. Wozu eben auch die Arbeiten hier in der VDE 9 halt eben zählt, ne? Und deswegen ist halt bis Riesa das Ganze jetzt abgeschlossen. Da haben wir eine Schnellfahrstrecke mit LZB 200 km/h und halt eben Bahnhöfe mit Bahnsteigen an extra Überholungsgleisen, sodass halt eben da Überholung von Güterzügen und Fernzügen möglich sind, während der RE50 oder die S3, die da ja auf der Strecke dann auch fährt vor der mitteldeutschen S-Bahn, werden die da halten, dass die halt eben auch überholt werden können von Fernzügen und von Güterzügen. Und jetzt ist halt eben als nächstes, dann war hier um Dresden auch ein Wunder, was gemacht, zum Beispiel eben, dass man den Fernverkehr auf die Dresden-Berlin geschubst hat, während man den Regionalverkehr auf die Dresden-Leipzig geschubst hat. Dann steht jetzt auch in den nächsten Jahren mit an der Ausbau der Dresden-Berlin, aber von Dresden bis Berlin, der gesamten Bahnstrecke.
zwischen Elsterwerda und Wünsdorf-Waldstadt sind da ja die Ausbauarbeiten abgeschlossen. Da liegt sogar European Train Control System, also ETCS. Wir erreichen in wenigen Minuten. Dann die Dresdner Bahn in Berlin, die zählt auch dazu, die wird ja auch seit Jahren gebaut. Und zwischen Dresden und Elsterwerda muss da auch noch ausgebaut werden. Aktuell Strecke 3 auch noch 160, wählen wir sogar 120 befahrbar. Aber da soll auch noch von den Fahrgästen ETCS steigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Nächster Halt, Priesterwitz. Genauso wie das ja auch Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Für diese Verbindungskurve von der Dresden-Berlin auf die Dresden-Leipzig, das wird dann auch im Zuge mit ETCS ausgerüstet. Und das, was jetzt gerade dran ist, ist die, ist der Abschnitt zwischen dem Bogendreieck Zeithain und der Abzweigstelle Leckwitz. Das ist das, was wir jetzt gleich als nächstes befahren werden, wenn wir jetzt hinter Priesterwitz dann auf den neuen Streckenabschnitt kommen werden, den ihr noch gar nicht kennt, zumindest nicht aus meinem Let's Play. Da werde ich dann auch gleich noch frisch drauf eingehen. Wir haben schon wieder gelb. Was ist das denn hier? Unglaublich. Die Schweinerei? Noch Verspätung? Nö. Also 10 Sekunden. Ah, okay. Trittbrett und Türen auf. Also das ist jetzt das, was jetzt gerade ansteht, weshalb da zwischen dem Bogendreieck Zeithain und der Abzweigstelle Leckwitz die Strecke gerade nur eingleisig befahrbar ist und deswegen eben andere Fahrpläne in Kraft sind und wir deswegen auch nicht in Radebeul Ost halten können. Doch, ich glaube, ein einziger Zug täglich hält in Radebeul. Es ist aber 4 Uhr irgendwas früh. Der erste Zug, der von Dresden nach Leipzig fährt, der hält in Radebeul Ost. Sonst alle anderen Züge halten nicht dort. Ja. Nur bei dem hat man es fahrplantechnisch hinbekommen, dass der in Radebeul Ost halten kann. Aber ja. Das ist das, was jetzt gerade ansteht. Und wenn das Projekt abgeschlossen ist, immer noch gelb. Dann fahre ich jetzt über das gelbe Signal einfach. Hilft ja nichts. Ich fahre nicht mehr als 40 km/h. Mehr hilft da glaube ich auch nicht. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Und wenn der Abschnitt dann abgeschlossen ist, soll bis 2026 sein. Darunter fallen zum Beispiel auch die Beseitigung von 2 Bahnübergängen. Die werden wir heute alle auf der Fahrt gleich noch sehen. Auf der Weiterfahrt nach Riesa. Dann ist dann der Ausbau des Eisenbahnknotens Riesa angesagt. Wobei ich dahin ständig hoffe, dass in Riesa nicht zu viele Bahnsteige weggenommen werden. Weil Riesa hat aktuell 5 Durchgangsgleise und 4 Kopfgleise. Die alle, also von denen nur 3 Durchgangsgleise und ein Kopfgleis benutzt werden. Was aber auch daran liegt, dass, Riesa um sich Strecken herum hat, die nicht mehr so von Bedeutung sind. Also, wenn ich da überlege, die Strecke von Riesa nach Jüterbog, die ist auf dem Abschnitt von Riesa bis Falkenhain auch ohne Personenverkehr. Die Strecke von Riesa nach Nossen ist ohne Personenverkehr und stillgelegt. Deswegen, ja, da bleibt halt nicht viel übrig und wenn man da mal Personenverkehr wieder zurückholt, wäre es halt nett, wenn man ein paar mehr Bahnsteige übrig hätte. Man bräuchte dann schon so ein paar. Also man bräuchte dann schon so 2 Durchgangsgleise für die Dresden-Riesa, 2 Durchgangsgleise für Elsterwerda-Chemnitz, dann noch so ein paar Kopfgleise, eins Richtung Nossen, eins Richtung Güterburg. Dann vielleicht noch eins, was nicht schaden könnte. Dann vielleicht noch ein extra Kopfgleis, die nicht schaden könnten. Da merkt man dann schon, die Infrastruktur im Bahnhof Riesa, die reicht schon aus. Die hat schon ihren Sinn, warum die da ist. Deswegen hoffe ich mal, dass sie da nicht zu viel wegrationalisieren, aber ja. Ich bin gespannt, was sie daraus werden, aber man sieht, die VDE9, die nimmt Gestalt an und hier wird auch ordentlich gebaut. So, dann kommen wir mal zum nächsten Hauptsignal. Oder setzt mal eine 500-Hertz-Überwachung ein oder irgendwie sowas. Das wäre mal ganz nett zu wissen. Vielleicht fahre ich weiter mit meinen 35 km/h.
Weil wenn jetzt eine 500-Hertz-Überwachung als nächstes einsetzt, dann kriege ich direkt die Restriktion auf 65 km/h. So dann 153 Meter danach auf 45 km/h. Deswegen bleibe ich mal lieber direkt bei den 40 km/h. Für den Fall, dass das nachfolgende Signal jetzt noch rot ist. Sollte das grün sein, würde mich natürlich erfreuen, weil wir dann in Lünchritz auch noch potenziell pünktlich ankommen können. Was mir natürlich auch am Herzen liegen würde. Aber ich muss jetzt ja nicht auf dem letzten Abschnitt noch Verspätung machen. Auf dem letzten heiligen Abschnitt, den er noch gar nicht kennt von dieser Strecke. Übrigens hier hinter Priesterwitz, jetzt, also ab jetzt, wo wir gerade fahren, sind wir auch die einzige Linie, die jetzt hier noch fährt, bis Riesa. Erst dann begegnen uns wieder andere Linien, wobei wir die da auch nur kreuzen, ne? Und hinter Riesa bis Würzen sind wir auch wieder die einzige Linie, die fährt. Erst ab Würzen, aber dann die S3 parallel zu uns, die dann da an den ganzen kleinen Bahnhöfen hält und Haltepunkten. Während wir als RE50 würde die Strecke bis Richtung Leipzig noch weitergehen, dann nur noch an den wichtigsten Orten wir halten würden. Wobei zwischen Riesa und Würzen vor allem da viele Haltepunkte ausgelassen wurden vom RE50, oder ausgelassen werden, was ich vorhin schon kritisiert hatte. Weil da eben keine andere Linie parallel zu fährt. Oder müsste die S3 bis Riesa verlängern vielleicht, das wäre auch eine Option. Was ich meinte, wegen paralleler Regionalbahnen vorhin. Könnte natürlich auch die S3 von Würzen bis Riesa verlängern, dass die da an den Haltepunkten auch mithalten würde, die nicht bedient werden. So, wir haben grün. Das ist, was ich hören wollte. Yay. So ein grünes Vorsignal, aber es bedeutet natürlich, dass das nächste Hauptsignal entweder gelb oder grün ist. Und ich hoffe einfach, dass es grün ist. Dürfte noch die Chance haben, in Lünchritz pünktlich anzukommen, weil, naja, 3 Minuten, 6 Kilometer wird eng. Wird eng. Aber das Hauptsignal schaut mir, also genau, ob sie jetzt eine Brücke ist geil. Sehr gut. Ich dachte gerade, der Brückenpfeiler wäre ein Signal. So, und hier seht ihr, hier kommt die Verbindungskurve von der Dresden-Berlin. Und das hier ist die Anschlussstelle hier in Leckwitz. Und das Gleis auf der... So, jetzt geht es ja einmal ein Gleis rüber. Und jetzt fahren die RE50 aktuell gerade geradeaus weiter auf dem Gegengleis. So, wir fahren jetzt auf das richtige Gleis einmal rüber. Aber das Gleis, auf dem wir jetzt fahren, also das Richtungsgleis in Richtung Leipzig, das ist aktuell gesperrt. So, hier gelten, an dieser Anschlussstelle gelten 130 km/h. Jetzt haben wir gleich die Ankündigung für 120 km/h, deswegen schön ich gar nicht erst hoch. Das sah gerade so ein bisschen aus, als ob unsere Strecke da auf die aus, auf diese Fernbahnstrecke einfädeln würde, dabei ist eigentlich genau andersherum, dass diese Verbindungskurve auf unsere Strecke einfädelt, auch wenn es genau andersherum aussieht. Aber es ist einfach aber es gibt einen Unterschied zwischen wie es aussieht und wie es bahnbetriebstechnisch in der Realität halt eben ist. Das mit dem Tempomat einmal reinmachen für die letzten 4 Kilometer. Lünchritz ist tatsächlich auch noch ein relativ neuer Halt. Ich weiß gar nicht, ob der auch 2002 eröffnet wurde oder ein bisschen eher oder ein bisschen später. Aber der ist auch noch gar nicht so alt. Dafür hat man aber einen anderen Halt, der in der Nähe dessen lag, geschlossen. An dem müssten wir jetzt gleich vorbeikommen. Genau, hier, da seht ihr die Bahnsteigkante und hier seht ihr auch eine Bahnsteigkante, nämlich den Bahnhof in Weißig. Den hat man nur noch zum Rangier- und Güterbahnhof umgestuft. Also hier steigt niemand ein und aus. Hier ist nur so ein bisschen Güteranlagen und die Anschlussstellen und die Anschlussstelle für das Chemiewerk hier bei Lünchritz. Was hier ja auch umgesetzt ist auf der Karte und wo man schöne Rangierarbeiten durchführen kann. Was wir uns auch nochmal in einer der kommenden Folgen ansehen werden. Also ihr seht es, wir haben schon so viele Folgen hier drauf produziert, auf dieser Map. Das war die Tabulator-Taste, die wollte ich nicht drücken. Jetzt wollte ich mit Q drücken, nicht Tab. Nämlich nur Pferd drückt gerade.
Idem. Nächster Halt, Lünchritz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, und wie ich vorhin sagte, im Zuge dessen, dass man halt eben Weißig geschlossen hat für Personenzüge, hat man halt eben hier Lünchritz eröffnet für Personenzüge. Einfach weil Lünchritz eine größere Gemeinde ist als Weißig. Also der Halt von Weißig auch ein bisschen abseits der namensgebenden Ortschaft liegt. Während der Haltepunkt von Lünchritz direkt in Lünchritz liegt. Und ich glaube, das war eine sinnvolle Entscheidung, weil einfach Lünchritz, hier wohnen um einiges mehr Menschen als da irgendwo nirgendwo, recht weit abseits der namensgebenden Ortschaft, weiß ich. Deswegen. Ja, eine Minute haben wir. Ist ja nicht schlimm. Ja, eine Minute ist noch verkraftbar. Mein Gott. Dafür, dass wir da, keine Ahnung wie lange, nur mit 40 km/h gefahren sind. Ich kann mal kurz hinsetzen. Nochmal. Aber ihr seht es auch hier. Guck mal hier. Da hinten die Plattenbausiedlung und so fort. Also hier wohnen ein paar Menschen in Lünchritz. Deswegen ist es sinnvoll, hier mitten hier in den Ort einen Haltepunkt reinzusetzen. Als irgendwo da hinten, ne? Im Nirgendwo. Wo sich irgendwo Weiches sich befinden soll, angeblich. Aber auch wenn hier. Du guckst. Ah, Güterzug, also ist auch schön. Auf der einen Seite guckst du raus und siehst Bebauung, hier auf der anderen Seite guckst du raus, siehst du Felder. Auch nett. Warum nicht? Aber es hat auch ein bisschen Schaum. Gut. Was aber auch interessant ist, so eine Art Plattenbau. Ich weiß nicht, ist Lünchritz noch ein Dorf oder ist es schon eine kleine Stadt? Ich weiß nicht, aber es ist einfach so ein paar. Lünchritz ist einfach so ein paar. Plattenbauten, vielleicht auch noch ein paar andere Häuser, keine Ahnung. Wie hatte ich mit Lünchritz nichts zu tun? Das Einzige, was ich mit Lünchritz zu tun hatte, ist, dass ich einmal mit dem Schienenersatzverkehr durchgefahren bin. Als hier. Münchritz oder Nün? Lünchritz. Lünchritz. Ah. Lünchritz ist eine Gemeinde im Landkreis Meißen in Saarland. Gemeinde, also keine Stadt. Es ist noch ein Dorf. Aber es ist ein Plattenbaudorf. Also als ich da mit dem Schienenersatzverkehrsbus durchgefahren bin, das war, also ich habe da nur Plattenbauten gesehen. Das ist aber auch interessant, einfach ein Plattenbaudorf. Aber wahrscheinlich war es einfach errichtet für die Arbeiter des Chemiewerks. Das hat 5500 Einwohner etwa. Das hat man in der DDR ja gerne gemacht, dass man einfach in der Nähe von irgendwelchen Betrieben oder so einfach Siedlungen für die Arbeiter errichtet hat. Das könnte ich mir vorstellen. Dass man deswegen einfach so eine Art Plattenbaudorf da hingesetzt hat. Nächster Halt, Glaubitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das wäre auf jeden Fall eine Erklärung, die für mich Sinn ergeben würde. So, und ihr seht es hier in Glaubitz, hier sind zwei Bahnübergänge und die müssen unter anderem bis 2026 in der Baumaßnahme jetzt entfernt werden, denn die Bahnstrecke soll auf Tempo 200 ertüchtigt werden und damit Züge auf Bahnstrecken schneller als 160 fahren dürfen, muss zum einen LZB verlegt werden und zum anderen dürfen keine Bahnübergänge mehr vorhanden sein, einfach weil diese bei so einer so hohen Geschwindigkeiten zu hohe Sicherheitsrisiken wären und wir rollen einmal drüber hinaus. Hier ist auch noch ein Bahnübergang. Das sind diese zwei Bahnübergänge hier in Glaubitz. Die sind einfach unnötig und deshalb werden sie entfernt. Ne, die werden nicht entfernt, die werden zu Unterführungen oder Brücken umgebaut. Die bleiben natürlich in sich da, okay. Aber es ist einfach ein zu hohes Sicherheitsrisiko, wenn die Züge mit 200 drüber brettern. Ja, gut. Aktuell, also hier im Spiel, dürfen wir zwischen der Abzweigstelle Leckwitz da vorne und halt eben Riesa nur 120. Ich rede ja vom Bogendreieck Zeit ein, weil dahinter beginnt eigentlich so der Bereich von Riesa und da sind enge Kurven und da kannst du nicht so schnell fahren. Aber zwischen Leckwitz und dem Bogendreieck Zeit ein, das wir jetzt gleich erreichen werden, da gelten hier im Spiel noch Tempo 120.
Und hier stehen auch überall HL-Signale. Kurz nachdem das dieses hier aber rauskam, da war halt diese Vollsperrung der Strecke, wo ich mit dem Schienenersatzverkehrsbus dann noch fahren musste. Weil nämlich hier die Deutsche Bahn alle Signale einmal rausgerissen hat und gegen neue KS-Signale ausgetauscht hat. Und die Bahnstrecke jetzt mit Tempo 160 befahrbar ist. Und seit diesem Fahrplanwechsel müsste der RE60 jetzt auch zwischen Leckwitz und Zeithain auch mit einer Fahrplangeschwindigkeit von Tempo 160 unterwegs sein. Hier mal einen ICE in die Gegenrichtung, in die C3. In der Realität fahren zwar hier ICETs, aber die gibt es für DSM2 nicht. Deswegen hat man einfach gesagt, hey Leute, lass aber den ICE3M von der Köln-Aachen hier recyceln. Das kann man doch ganz gut machen. Ne? Deswegen wären dann noch wir mit einem ICE3M fahren, auch wenn hier ein ICET fährt eigentlich, ein E5, um genau zu sein. Aber ihr seht hier noch überall HL-Signale, mittlerweile sind das alles KS-Signale und wir dürften in der Realität mittlerweile auch schon 160 fahren. Und 2026 sind es dann die Tempo 200, zumindest für die ICEs. Die Intercities, die hier fahren, das sind ja Twindex IC2, die können natürlich nur 160 maximal fahren, deswegen werden die auch nie schneller hier fahren, aber aktuell macht es keinen wirklichen Unterschied, ob du zwischen Dresden und Leipzig mit dem ICE oder mit dem IC fährst, weil der ICE ist eine Minute schneller als der Intercity, weil halt eben zwischen Riesa bis kurz vor Leipzig mal 200 anstelle von 160 fahren darf. So, das ist die Strecke aus Elsterwerda, die hier einmündet. Und das ist jetzt hier die Verbindungskurve nach Röderau oder in die Bahnstrecke Röderau-Jüterburg beginnt. Und das hier ist das sogenannte Zeithainer Bogendreieck. Jetzt kommt gleich noch die Verbindungskurve aus Jüterburg, also aus Röderau, hier drauf auf unsere Strecke. Und das ist so ein Bogendreieck, deswegen ist es Bogendreieck Zeithain. Und hier links und rechts neben uns befinden sich Häuser der Gemeinde Röderau. So, hier kommt die Strecke, die mündet kurz bei uns hier ein, dann haben wir dieses alte Wärterhäuschen, was man hier braucht, und dann beginnt hier das dritte Gleis, das nur für Güterzüge benutzt werden, die einfach Personenzüge umfahren wollen, dass die halt eben auch trotzdem durchfahren können, auch wenn gerade Personenzüge in Riesa am Bahnhof stehen, weil über dieses dritte Gleis hier kommt nämlich nur auf das Durchgangsgleis 5. Also es gibt 5 Durchgangsbahnsteiggleise, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Köln Hauptbahnhof. Und noch die 4 Kopfgleise. Und auf dieses Gleis 5, da auch das kommt man eben nur hier über dieses dritte Gleis. Und das wird für Döbeln Hauptbahnhof von Personenzügen nicht bedient. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, das sind nur die Gleise aussteigen. 1, 2, 3, sowie das Kopfgleis 6 teilweise für Verstärkerleistungen zwischen Riesa und Chemnitz. Nächster Halt, Riesa. Deswegen Ausstieg in Fahrtrichtung. Das Gleis 4, links. Gut, ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben auf dem Gleis 4 gehalten. Das kann ich auch mal kurz erzählen. Und zwar bin ich da Richtung Leipzig gefahren, hier mit dem RE50. Und da haben wir nicht auf dem Gleis 3 gehalten, wie wir jetzt erhalten werden, sondern auf dem Gleis 4 gehalten, ne? Also noch ein Gleis hier drüben weiter, weil nämlich auf dem Gleis 3 hier ein Intercity liegen geblieben ist, der Lokschaden. Aber der Intercity, der hätte eigentlich 10 Minuten vor uns fahren sollen und wir mussten dann auch schon vor der Abzweigstelle Leckwitz, sind wir auch auf ein rotes Signal aufgefahren, wie wir jetzt gerade auch, da mussten wir ja auch mit 40 km/h fahren, weil da anscheinend ein rotes Signal war. Da mussten wir auch, sogar am roten Signal ein paar Minuten warten, ne? Weil dieser Intercity einfach Verspätung hatte aufgrund dieses Lokschadens und wir dann hinter dem hergetrottet sind mit Verspätung und dann hier auf dem Gleis 4 drüben halten mussten, weil der hier auf dem Gleis 3 liegen geblieben ist und haben wir den einfach überholt. Mit jetzt Regionalzug haben wir einfach den Intercity überholt. Deswegen. Das ist auch ganz interessant, weil hier im Spiel sieht der Bahnsteig zwischen den Gleisen 4 und 5 recht ordentlich aus. In der Realität ist er aber. Warte, ich kann es kurz zeigen, ne? Hier. Also der Bahnsteig da drüben, das sieht ja recht ordentlich aus. In der Realität ist der aber fast gänzlich mit Moos bewachsen, ne?
Deswegen war es auch witzig, weil die Leute, die dann hier in Riesa aussteigen wollten, die mussten dann auf einem moosbewachsenen Bahnsteig aussteigen. Gut, bei so irgendwelchen kleinen Regionalbahnen steigen, da hast du es ja häufiger, dass die auch mal mit Moos bewachsen sind, aber naja, für Riesa ist mal was anderes da. Auch weil der Bahnsteig, der ist ja auch nicht mit, der hat auch keinen Fahrstuhl, das heißt, der ist auch nicht mit Fahrstuhl beziehbar, aber gut. Die werden aktuell nicht gebraucht, deswegen hat man damals, als man hier die Bahnsteige saniert hat, hat man auch nur die Bahnsteige 2 und 3 saniert. Bahnsteig 1, wo die Regionalbahn von Elsterwerda nach Chemnitz, aber in beide Richtungen hält, die an dem Gleis 1. Wo die hält, gut, das ist immer noch auf 38 cm Höhe, deswegen, das hat man sich auch überlegt, lieber nicht zu sanieren, obwohl es gebraucht wird. Aber ja, ich habe mir die Stimmbänder schon wieder wund gelabert. Schauen wir uns jetzt stattdessen einmal an, wie wir denn abgeschnitten haben. Fällt auch gerade wieder auf. Wahrscheinlich einige von diesen Anschlussansagen, die ihr da ja kommen, werdet auch wieder im Hintergrund zu meinem Gebrabbel gehört haben. Ich habe versucht, Pausen zu lassen, aber stellenweise habe ich es da aber auch ein bisschen vergessen. Übermotiviertes Kommentieren. Ja, und dann das Nachhinein merken, das war gerade die Einfahrt nach Riesa und vor Riesa kommt vielleicht eine Anschlussansage und die kommt jetzt, während du geredet hast. Naja, passiert. So, Mitte pünktlich, Neustadt 1 zu früh, Radebeul Ost pünktlich, Coswig pünktlich, Weinböhle 1 Minute zu spät, da hatten wir aber auch die Zwangsbremsung davor. Niederau 1 Minute zu spät, Priestewitz pünktlich, Nünchritz 1 Minute zu spät, da waren wir ja aber auch vorher mit den 40 km/h unterwegs, aufgrund des potenziell roten Signals. Dann in Glaubitz wieder pünktlich und in Riesa 1 Minute zu spät, das liegt aber daran, dass ich da ein bisschen getrödelt habe gerade auf der Fahrt, weil ich die 120 auch nicht wirklich ausgefahren habe. Ich sitze hier aber da halt in Glaubitz und dann habe ich mich so ein bisschen gehen lassen und noch ein bisschen zu stark und zu früh gebremst. Also das zu spät hätte da nicht sein müssen. Aber ja. Ich muss sagen, trotz dessen, dass ich da zwischenzeitlich nur mit 40 km/h gefahren bin und dass ich eine Zwangsbremsung hatte, habe ich meine Verspätung jedes Mal wieder rausholen können. Sei es hier, dass ich in Niederau zu spät halt eben war aufgrund dessen, oder in Priestwitz sehr pünktlich oder in Nünchritz zu spät, aber in Glaubitz dann wieder pünktlich. Ja, gut, das ist in Riesa, das war einfach nur schlecht gefahren. Aber ja, ich würde sagen, das war dann eine recht erfolgreiche Fahrt. Vorne haben wir sogar vor uns einen Wasserturm stehen. Das, was wir mit Dampflok fahren wollen, können wir ja auch auftanken mit Wasser wieder. Auch gut. Dresden Hauptbahnhof haben wir auch noch einen Wasserturm stehen. Dresden Neustadt haben wir auch zwei Wassertürme an jedem Bahnhofsende ein. Also Dampflok sind in der Region ja auch noch. Ist die Vorschrift, dass du noch irgendwo welche haben musst? Nö. Okay. Ich weiß auch nicht, ob der in Dresden Hauptbahnhof oder ob die beiden in Dresden Neustadt überhaupt noch funktionieren können, aber eine Dampflok braucht ja nicht nur Kohle, sondern die braucht ja auch Wasser, damit aus der Kohle, also aus dem Verbrennen der Kohle steht der Wärme und mit dieser Wärme wird dann ja Wasser zu Wasserdampf umgewandelt und mit diesem Wasserdampf werden dann die Räder angetrieben. Deswegen muss halt eben so eine Dampflok auch mal mit Wasser befüllt werden. Deswegen hat sich ja damals zur Dampflokzeit, also auch noch zur Zeit der Reichsbahn in der DDR, ja, an jedem Bahnhof mindestens ein Wasserturm befunden, weil ja die Dampfloks überall und immer aufgetankt werden mussten, wieder mit frischem Wasser. Deswegen, und mittlerweile sind es aussterbende Sachen, aber manchmal gibt es halt immer noch Museumszüge oder so, die halt eben mal langfahren. Ich weiß, 2021, also letztes Jahr war es auch, dass da irgendwann mal eine Museumsdampflok von irgendeinem Löbauer Verein halt eben dann von Löbau nach Dresden Hauptbahnhof und wieder zurückgefahren ist. Und ich weiß nicht, ob der noch in Dresden Hauptbahnhof, der Wasserturm, funktioniert, aber wenn er noch funktioniert, dann hat man da zum Beispiel die Dampflok bestimmt neu mit neuem Wasser auftanken können, weil ich weiß nicht, ob so eine Dampflok einen Wassertank hat, der von Löbau nach Dresden wieder zurückreicht. Aber dazu kenne ich mich auch nicht gut genug aus mit Dampfloks. Deswegen war es damals immer wichtig, dass überall Wassertürme sind, dass man halt eben die Dampfloks immer wieder an ihren Zwischenstationen, vor allem die Güterdampfloks, auftanken kann. Dass die eben halt eben immer so ein paar Bahnhöfe eingetankt bekommen haben, wo sie Pause machen, wo sie nochmal kurz 10 Minuten stehen oder keine Ahnung, wie lange so ein Dampflok braucht,
um wieder Wasser aufzutanken, ne? Ja, warum sollten die Wasserleitungen auch entfernt worden sein? Na gut, es könnte natürlich kein Wasser mehr fließen, aber. Naja, man könnte es entfernt haben bei irgendeiner Sanierung, weil unnötig, das ist ja auch, das kostet ja auch als Unterhalt. Und so ein Wasserturm kann man da einfach nur, damit er schön aussieht, einfach stehen lassen. Ne? Das ist ja egal. Da kannst du ja, genau, wenn du einen Bahnsteig von 38 auf 55 hochsetzt, kannst du ja die neuen Pflastersteine ja um den Wasserturm herum mauern, zum Beispiel. Deswegen oder so. Ja. Also ich finde so Oh ja. Wassertürme immer schön, wenn die da noch so irgendwo rumstehen. Wir haben was schön Historisches, ja. Ja. Aber gut, dann bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und freue mich, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bei wo auch immer wir dann fahren werden. Mal schauen. Ich habe noch ein S-Bahn-Szen- zwei S-Bahn-Szenarien, will ich auch noch auf der Dresden-Chemnitz fahren. Vielleicht machen wir davon eins nächste Folge. Mal Ja, werden wir schauen. dann Das sehen. entscheide ich immer so ein bisschen nach Bauchgefühl. Ist bis da ja. Deswegen. Nee, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss.